Willkommen zurück. Nächste Folge RS4B7. Heute kümmern wir uns final um den Motor. Das heißt, wenn alles gut läuft, hängt der Motor nachher in dem Auto drin und muss auch hoffentlich nicht wieder raus. Patrick und ich kümmern uns jetzt erstmal um die ganzen Verschleißteile. Das heißt, was machen wir alles neu, bevor wir einbauen? Kerzen, Ölfilter. Ja. Auf alle Fälle. Und Keilriemenriemen. Genau, den wolltest du unbedingt neu machen. Thermostat haben wir, glaube ich, noch auf der Liste. Genau, das war zwar relativ teuer, aber ich erinnere mich dran, ich hatte letzten Winter mit dem Motor schon mal das Problem, dass der im Winter bescheiden heiß wird. Hm. Heißt eigentlich so gut wie gar nicht. Und bevor das wieder so ist, machen wir das lieber mal neu. Ne? Jo. Und als nächstes gucken wir uns an, wie die Krümmer passen. Die sind jetzt dran. Und dann noch die Wasserrohre. Ja, Zündkerzen. Nichts Wildes, einfach nur neue NGK-Kerzen. Ich, absoluter NGK-Fan, verbaue in allen Autos immer NGK. Ist einfach nur eine Serienkerze, wie man sie kennt. Bei Saugmotoren kommt ja öfter diese Kerze mit den, drei Elektroden zum Abstand. Zum Einsatz. Die wird auch nicht gedrückt oder so, die kommt da einfach nur so rein. Ganz wichtig, Kerzen immer mit Drehmoment anziehen. Ich habe es zwar früher auch immer einfach festgezogen, aber wenn man einen Drehmomentschlüssel zur Hand hat, sollte man die schon lieber mit Drehmoment anziehen. Ich ziehe alles mit Drehmoment fest, ne? Ich ziehe auch den Öl fest. Ja, Patrick ist da ein bisschen genauer. Ich. Guck mal, steht sogar drauf, 15 Minuten wieder. Tja, passt doch. Hier unten sitzt das Thermostat bei dem Motor. Fällt auch ein bisschen größer aus. Nehmen wir das neue. Riesending. Ich dachte eigentlich immer, das wäre elektronisch gesteuert bei den Motoren. Ist es aber nicht. Das sieht mir rein mechanisch aus. Wenn ich mir aber so den Durchmesser und so angucke, scheint da ganz gut was durchzugehen. Ne? Der hat Durchfluss, ne? Aber weil du sagtest, dass der nicht warm geworden ist. Ich hatte auch, man hat ja bei dem Wagen hier am Thermostat eine Wasserablassschraube. Auf dieser Seite. Mhm. Und auf dieser Seite auch nochmal. Ich hatte hier das Wasser abgelassen und da kam dann nichts mehr raus. Also das heißt, das war offen, das alte. Weil du sagtest, der alte wurde nicht warm. Bei dem Motor oder Nein, bei dem alten? Der da drin war. Hm? Ja, okay, dann passt das ja sogar, ne? Ja. Okay, dann lieber neu machen, da der Motor ja genauso alt ist. Machen wir den lieber neu. Keilrippenriemen ist zwar in dem Fall nur ein ganz kurzer, weil der treibt rein nur die Lichtmaschine an. Aber auch da ist es halt so, das Ganze sitzt so tief in der Front drin, wenn da mal irgendwas quietscht oder durchrutscht oder so, jetzt lieber einmal neu und fertig. Witzige Sache, bei dem Auto ist Spannen ganz einfach bzw. entspannen. Da ist tatsächlich einfach eine 3/8 Zoll Aufnahme, wo ganz normal eine Knarre oder ein Knebel reinpasst. Ist das öfter so? Habe ich persönlich noch nie gesehen. Ich kenne das so mit einem Sechskant. Ich glaube schon mal gesehen. Ich kenne das so mit einem Sechskant oder so. Ich kann mich richtig dran erinnern. Ja, drück. Jetzt halt mal los. So, jetzt kommt entscheidende Frage. Wie rum würdest du den Riemen auflegen? So, dass man ihn lesen kann. Genau. Der war aber auch schon wieder falsch drauf. Egal welches Auto ich immer mache, ist mir gerade vorgestern wieder aufgefallen bei einem Auto, wo ich einen Zahnriemen gemacht habe. Hm. Der war auch so rum drauf. Theoretisch ist es, glaube ich, egal. Ja. Ich mache es halt auch nur immer so rum, weil dann weiß ich nämlich jedes Mal, wenn ich ihn abbaue, wie er drauf war. Genau. Ich würde das noch alles ein bisschen sauber machen, ne? Der stand jetzt eine Weile in der Ecke. Ausblasen. Ich gehe mal mit der Bürste rüber. Oder bürsten. Okay. Ich schraube erstmal das Thermostat rein und dann... Ich bürste. Oder so. So, Keilrippenriemen ist getauscht. Sieht gleich viel neuer aus. Komisch. Jetzt gucken wir uns mal den Krümmer an. An der Stelle
Danke nochmal an Chris aus Berlin für das Thermoisolieren. Total schön geworden. Also gefällt mir richtig gut, wie das jetzt hier so sitzt. Wir haben immer noch ein bisschen Abstand zum Blech. Wir haben immer noch ein bisschen Abstand zum Sensor. Hier haben wir auch überall ein bisschen Abstand. Ich denke, da haben wir wirklich das Beste raus gemacht. Und der Sensor wird es so auf jeden Fall überleben, weil ich kenne ja diese Thermoisolierung bei mir von der Limo. Und es ist tatsächlich so, dass selbst beim Turbo wird der Krümmer im Betrieb, ja, ich sag mal, mit einem guten Handschuh kannst du danach sogar immer noch anfassen. Also so heiß wird das Ganze wirklich nicht mehr. Andere Seite sieht genauso aus. Und jetzt kümmern wir uns um die Wasserrohre. Die haben wir jetzt unterm Strich doch ein bisschen anders gebaut als im letzten Video gezeigt. Zumindest das auf der Beifahrerseite. Wir bauen das jetzt mal kurz an und dann zeigen wir euch. So, ich hatte mich umentschieden, weil A, fand ich hier den Bogen zu dicht am Krümmer und B, war der Platz hier halt ein bisschen sehr eng auf dieser Seite. Deswegen gehen wir jetzt nach oben, bis hier in Stahl und Alu, gehen danach mit dem über den Ventildeckel. Und damit bis vor zum Kühler. Und das ist jetzt so gebaut, dass man trotzdem, deswegen halt mehrere Schläuche, dass man im eingebauten Zustand das bewegen kann, ohne das Wasser abzulassen. Damit wir später auch mal an die Kerzen rankommen. Genau, damit man die Kerzen wechseln könnte. Falls ihr euch zur Sekunde nicht erinnert, wir hatten eigentlich geplant, mit dem Rohr auch auf der Seite hier zwischendurch zu gehen. Hier sitzt der Luftfilterkasten. Genau. Und das wurde halt dann doch ziemlich eng. Das lag dann halt überall an einem Krümmer am Luftfilter. Ganz wichtig, wir werden das Ganze natürlich mit ordentlich Hitzeschutz einpacken. Gerade hier hinten, der Teil. Wobei eigentlich glaube ich, dass es selbst hier oben gar nicht mehr so heiß wird. Ja. Weil das ist ja schon jetzt mit dem eingepackten Krümmer, würde ich sogar fast sagen, man kann es weglassen. Wir nehmen trotzdem unseren, ich sag jetzt mal, diesen Alu-Kevlar-Schutz. Kennt man vielleicht auch in der Serie von Wasserschläuchen oder Klimaleitung, haben das auch gerne drum. Gibt es in allen Größen. Kann man da einfach schön rüberziehen, ein bisschen länger lassen, dass man es danach noch über den Schlauch ziehen kann. Und dann sind wir hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ne? Ja. Hier hinten zum Beispiel könnte man gleich mal zeigen, ist das ja eine Serie noch dran. Ne? Ja, genau. Alles, was halt hier hinten verbaut ist. Ja. Und so. Da man halt bei den Motoren, ich weiß jetzt nicht, ob der dafür so bekannt ist, aber bei den anderen Benzinern kenne ich so, dass man öfter mal eine Zündspule wechseln muss. Musste ja doch hier öfter mal ran, wenn er mal ruckeln sollte. Eine Sache müssen wir allerdings noch schnell machen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das nie im Leben in dieser alupolierten Optik einbauen würde. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall noch mal schnell schwarz-matt machen. Ja. Dann sieht das Ganze einfach schöner aus. Eleganter. So, die andere Seite ist jetzt auch eingepackt, wie ihr seht. Auf der Seite gehen wir mit dem Rohr unten lang, so wie im letzten Video auch gezeigt. Das müssen wir jetzt natürlich umso mehr einpacken, weil das Ganze wird hier natürlich dennoch ziemlich heiß noch. Das heißt, da machen wir jetzt auch unseren Hitzeschutz rum und dann sollte das eigentlich schon reichen. Da würde ich sagen, wir teilen das in drei Stücke auf, dass man die am Ende übereinander schieben kann. Das heißt, wir machen ein Stück nach hier drauf, ein mittleres und eins hier, dass man das am Ende komplett rumkriegt. Jupp. Jetzt sieht man auch nochmal schön, Patrick hat schon unsere Kupplung angebaut. Die Sachs-Performance mit dem Einmassenschwungrad. Bin ich echt gespannt, wie das fährt. So, jetzt können wir hier nämlich schön, wir haben den Hitzeschutz hier zu beiden Seiten aufgeschnitten, dass man den so jetzt so schön hier rüberziehen kann. Das Ganze richten wir jetzt noch ein bisschen aus. Und dann geht das. Viele werden sich jetzt denken, das ist ganz schön eng. Meine Erfahrung sagt mir aber, bei der Limo zum Beispiel liegt der ganze Kabelbaum so auch fast auf dem Krümmer. Und mit der Isolierung und dem Hitzeschutz geht das wirklich problemlos. Da ich bei sowas auch immer extrem vorsichtig bin, gerade wenn man nicht drankommt, haben wir noch einen weiteren Hitzeschutz. Der lässt sich verschließen über einen Klettverschluss. Das heißt, den habe ich jetzt hier eingeschnitten. Dann können wir den nämlich auch noch hier zwischendurch friemeln und haben nochmal Einlage dazwischen.
Okay, hier schon mal einer tot isoliert. Wahrscheinlich. Viel, viel, sag ich mal. Guck, aber ich finde, das ist doch so jetzt. So wird er doch jetzt den Schuh raus. Kennst du diese Metallkarabiner? Ach nee, Rütteldraht machen wir da drum. Entweder Rütteldraht oder vom Hitzeschutzband. Ich habe meinen Krümmer zum Beispiel habe ich nur mit Schweißdraht umwickelt und zusammengerüttelt. Weil ich diese Schellen nicht hatte. Was machen wir jetzt als nächstes? Einbauen. Sehr gut. Jetzt sollte eigentlich soweit alles vorbereitet sein. Wir holen den Motorkran, hängen wieder ran und dann kommt er rein. So, hier zeige ich euch noch mal eine Kleinigkeit, warum das Auto nämlich hier bei Patrick steht. Der packt nämlich auch immer alles in Hitzeschutz ein. Das ist original nicht so, aber jetzt, wo der Motor wieder rein kann, seht ihr, dass wirklich alles im Bereich von Krümmern einmal in Hitzeschutz eingepackt ist. Und jetzt kann er rein. Der Motor hängt wieder drin, allerdings war das jetzt mit Getriebe und Schwung alles ein bisschen kippliger. Das heißt, zur Sekunde sitzt der Motor nur vorne auf den Motorlagern. Jetzt fahren wir das Auto hoch und dann probieren wir zu zweit das Getriebe anzusetzen, dass alles fest ist. Machen wir hoch, Patrick, ne? Ja. Jetzt müssten wir erstmal die Schrauben ansetzen. Ich würde ihn jetzt erstmal ein bisschen hin und her wackeln und wir gucken zusammen, ob wir nicht drauf kriegen, ob er dich einfach flupp macht. Ja, ja, deswegen, ich drehe vorne und dann wackeln wir. Ich glaube, der ist schon drauf. Das ist hier die Verzahnung, glaube ich. Lass mal einmal zusammen. Ich vorne und du hinten, oder? Ja. Alter, schön. Nee, so ist er, geht noch nicht. Ja, doch mal zu. Ja, das kommt aber. Flup, hast du gesehen? Jetzt kommt wieder die tolle Pappe zum Einsatz, nach den 2-3 Tagen, die wir jetzt gebraucht haben. Weiß man ja manchmal nicht mehr, wo die reinkommen. Und jetzt nehme ich eine nach der anderen, stecke die da rein und Abfahrt. So, der Motor ist wieder drin. Final. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Also da habe ich schon schlimmere Motoreinbauten hinter mir, wo sich das Getriebe nicht so einfach einfädeln ließ. Jetzt gucken wir uns die erste Seite an. René versucht das gleich nochmal vernünftig abzufilmen hier. Man sieht auf jeden Fall sehr schön den Hitzeschutz, also unsere Thermoisolierung um den Krümmer. Das sieht alles soweit gut aus. Wir haben auch genug Platz zum Sensor. Also ich denke, das sollte auch auf jeden Fall funktionieren. Und zum Wasserrohr ist auch noch genug Platz. Ist zwar alles wirklich Millimeterarbeit und wir haben da so vielleicht 5 mm rundum. Aber ich denke, das funktioniert auf jeden Fall. Andere Seite zeigen wir euch, wenn alles zusammengebaut ist. Das sieht man jetzt nicht so gut. Und ja, wie machen wir jetzt weiter, Patrick? Alles nach und nach anschließen, ne? Und okay, ja, ihr werdet es wahrscheinlich kennen. Jetzt geht die große Fummelei raus, rundum gucken, Kabel, Schläuche, wo kommt was hin und so weiter. Dann können wir ja theoretisch schon Schlussträger vormachen. Dann habe ich habe von Motul eine Spülung mitgebracht, weil wir ja nicht wissen, wie lange, wie wo der Motor stand. Stand ein paar Jahre bei mir in der Halle, würde ich auf jeden Fall ganz gerne alle Systeme einmal durchspülen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall nach kurzer Zeit wieder einen Ölwechsel. Kühlwasser würde ich, glaube ich, ganz gerne auch einmal wechseln. Oder was sagst du dazu? Ja, auf alle Fälle, ne? Um den ganzen Dreck rauszukriegen einmal. Ist besser, ne? Und kann auf jeden Fall nicht schaden. Ganz viele haben gefragt, welches Öl. In diesem Motor würde ich immer fahren Motul 5W50. Ist somit das neueste Öl, was es vom Motul gibt, ist auch auf Ester-Basis, wie diese 300V-Rennöle. Dadurch, dass es aber nur auf Einfach-Ester-Basis ist, nicht doppelt wie das 300V, ist das ein viel größeres Mehrbereichsöl. Das heißt, das Spagat zwischen Kaltviskosität und Warmviskosität haben sie bei dem Öl viel, viel größer hinbekommen. Und ihr habt ein 5er Öl im kalten Zustand und ein 50er Öl im warmen Zustand. Gibt es beim 300V nicht, da wäre ein 50er Öl kalt, 15er Öl.
So, das heißt, dieses Öl ist sowohl für Kaltstart geeignet, als auch zum Ballern. Hat auf meinem alten Motor auch am besten funktioniert, solange der Ölverbrauch noch in Ordnung war. Am Ende musste ich ein 20er Öl fahren, weil das Ding war einfach so ausgelutscht, dass ich das 20 W60 fahren musste, um warm überhaupt noch einigermaßen den Ölverbrauch zu senken. So, performancemäßig. Ups. Performancemäßig auf jeden Fall das richtige Öl. Freue ich mich drauf. Ja, so. Wir bauen jetzt alles zusammen. Da fällt mir das Thema ein. Eine Sache hattest du ja noch überlegt, die du gerne noch ändern würdest, ne? Ansaugung, ne? Die Modelle sollen davon leben, dass man die Ansaugung umbaut. Was machen wir da genau? Was versuchen wir? Wir werden erstmal einen geschlossenen Kasten wieder besorgen. Ein Original, ne? Und dann mit einem Wellschlauch von hier nach unten gehen, wo eigentlich ja ein Kühler sitzt. Mhm. Den Kühler können wir allerdings weglassen, weil der soll eigentlich nur für diese Heißländer sein. Gibt es ganz viele Autos, die ohne die rumfahren. Ja. Der hat ja zusätzlich noch einen Kühler auf der Seite und den großen in der Mitte. Das ist kein Problem. Das heißt, wir probieren so ein kleines Ram-Air-System zu bauen, sage ich jetzt mal, ne? Dass der richtig nur die kalte Luft von unten aus der Stoßstange direkt in den Luftfilterkasten kriegt. Genau. Okay. Das würde ich allerdings sagen, gucken wir uns im nächsten Video an. Jetzt bauen wir erstmal alles zusammen und dann geht es mit der Ansaugung weiter. Und dann geht es mit deinem Scirocco weiter. Ich hoffe. Das haben ja einige schon nachgefragt. Wir hatten das ja schon mal so kurz angerissen, ne? Ja. Wollen wir kurz was zu sagen? Was du so vorhast mit dem Auto? Könnte man, ne? Also. Also das Auto stand ganz lange jetzt bei Wiechers, die haben dir erstmal so eine komplette Zelle da reingezogen. Die haben eine komplette Zelle reingemacht, ja. Danach habe ich leider Gottes dieses Objekt hier gefunden. Mhm. Habe dann erstmal also das Haus gekauft, die komplette Garage umgebaut, um das Auto weiterzubauen. Ich hatte erst überlegt, ob ich den einfach wieder zusammenbaue, Frontantrieb. 02M, also war vorher 02A, 02M und Frontantrieb. Und dachte mir dann aber, wenn man jetzt eh alles nochmal lackieren muss, dann kann man auch die Bodengruppe nochmal leicht verändern. Hab von meinem alten A3, das war ein Diesel als Quattro, hab da die ganze Allradtechnik aufgehoben und das ganze Zeug so da rein. Dann habe ich halt gleich die Übersetzung, wie ich es halt haben will, über 300. Und ja. Allrad. Aber der 1.8T-Motor soll bleiben? Der soll bleiben. Vielleicht auf 2 Liter. Ich habe jetzt ein bisschen bessere Lader gekriegt. Mhm. Vom Goldi. Mhm. Und der Herr, der mal eine Krümmer baut. Genau. Für die Limo. Den kenne ich ja auch schon. Bei dir aus der Heimat? Genau. Aus der Heimat. Und dann soll das alles ein bisschen Tucken besser werden. Sportlicher werden. Ja. Ihr seht bzw. hört, das ist auf jeden Fall auch noch was Größeres. Aber wird auf jeden Fall extrem geil. Ist was, was wir bei uns so auf dem Channel noch gar nicht hatten. So wirklich mal so hammerhart hinten rausflexen und Allrad rein. Da muss ich dazu sagen, diese Allradachse, die Hinterachse mit 500er Lochkreis, die nimmt man ja vom Golf 3 für diese alten Autos. Da habe ich die Achsschenke mit 500er Lochkreis mal auf einem Geburtstag, ich habe mich mit einem unterhalten, das ist auch schon locker 10 Jahre her. Und dann habe ich so gesagt, ja hier, sowas suche ich noch. Und dann echt für ein Appel und ein Ei damals diese Achsschenke gekauft. Bin am nächsten Tag sofort hin und hatte immer mal die Chance, die richtig teuer zu verkaufen. Aber dachte mir, lässt es mal liegen, irgendwann brauchst du es mal. Ja, wir haben auf jeden Fall etliche Male schon drüber gesprochen, ob Allrad oder nicht Allrad. Und ich habe auch gesagt, mit dieser Zelle drin muss Allrad rein. Ja. Obwohl es mit Frontantrieb auch immer gut gefahren ist, ne? Aber irgendwann, glaube ich, bringt das auch so einen neuen Reiz für durch die langen Getriebe ging das auch ab dem dritten Gang auch eigentlich relativ. Da war genauso der Spagat zwischen versucht durchzudrehen und geht gut nach vorn. Das war so gerade so die Kotzgrenze, sag ich mal, durch die langen Getriebe immer. Okay, wir machen jetzt weiter. Tschüss. Ciao.